Diablo 4 spielt sich wie aus einem Guss, dennoch hätte ich Folgendes gerne von Anfang an gewusst. Relativ früh hat Blizzard kommuniziert, dass in Diablo 4 Reittiere vorkommen. Das erste Mal in der Diablo-Serie, dass man einen Mount bekommt. Natürlich waren dementsprechend viele sehr heiß darauf. Anfänglich dachte man, im Endgame würde dieses Mount erst kommen. Aber es ist doch anders, das wusste ich leider am Anfang nicht. Aber wenn man die Story dann verfolgt, merkt man, nach Akt 3 muss man mit Donen einmal reden und bekommt von ihm einen Gefallen. Dieser Gefallen schickt einem zum Stallmeister in der ersten Hauptstadt, wo man dann seinen Mount endlich bekommt. Also, wer heiß auf sein Mount ist, muss storyfokussiert erstmal Akt 3 abschließen und kann dann mit Hilfe dieser weißen Quest, die im Questlog dann auftaucht, sein Pferd abholen. Das Freischalten des Reittiers gilt dann übrigens für alle eure Charaktere. Jeden neuen Char, den ihr dann spielt, von Level 1 aus gesehen, wird dann auch von Anfang an die Fähigkeit haben, seinen Mount zu rufen. Was das Spielen bedeutend angenehmer macht, wenn man die Kampagne nochmal durchspielen will oder einen neuen Charakter erstellt und die Kampagne überspringt. Auch wenn ihr vielleicht nach einem Online-Bild spielt oder halt nicht, es gibt ja Spieler, die wollen alles dann erstmal selbst aufbauen und erkunden und durchspielen, möchte ich euch trotzdem ein paar Tipps geben, wie ihr euren Charakter vernünftig aufbauen könnt, beziehungsweise wie Blizzard euch eigentlich schon die Informationen gibt, in welche Richtung ihr aufbauen solltet. Zum einen haben wir natürlich die Skillliste, die sich nach gewissen Bereichen immer wieder freischaltet in den Fertigkeiten. Wenn wir einen Fertigkeitsbaum natürlich ein paar Sachen freischalten, können wir die nächste Stufe rein, dann die nächste, was euch so ein bisschen langhangelt, wann ihr denn mal die nächste Fähigkeit freischalten sollt. Natürlich ist die Begrenzung der Fähigkeiten und auch noch ein Indikator dafür, dass man nicht jede Fertigkeit erlernen sollte, sondern sich ein bisschen fokussieren sollte auf die unterschiedlichen Ausrichtungen. Wie zum Beispiel, wir machen halt fast nur Frostschaden bzw. Schockschaden. Oder halt, wir sind halt ein Feuermage und benutzen halt überwiegend dann die Pyromanie-Zauber. Macht natürlich auch Sinn, weil Ausrüstungsgegenstände zum Beispiel plus auf Feuerschaden geben, plus auf Elektro oder plus auf Frostschaden. Ansonsten müsste man sich natürlich auch ein bisschen orientieren daran, was für Stats braucht man. Und Blizzard gibt uns hier auch relativ viele Informationen. Stärke, Intelligenz, Willenskraft und Geschicklichkeit wären ja die Grundstats in vielen RPGs, wo man durch einen Hover-Text, wenn man mit der Maus rübergeht, schon weiß, ist das jetzt relevant für meine Klasse oder nicht. Bei Mage sehen wir halt Stärke, erhöht die Rüstung. Rüstung ist irrelevant für Mage. Wir arbeiten mit Barrieren. Intelligenz gibt uns Erhöhung der Fertigkeitsschaden und erhöht den Widerstand gegen alle Schadensarten. Hört sich schon bedeutend besser an für einen Mage. Willenskraft erhöht die Ressourcenerzeugung, erhöht die Heilung, erhöht die Überwältigungsschaden. Hört sich jetzt nicht so an wie nach einem Mage. Geschicklichkeit erhöht die kritische Trefferchance. Kritische Trefferchance ist immer geil und immer gut. Also auch wieder eine Sache, wo wir sagen könnten, für einen Mage. Also weißt du jetzt schon, okay, Intelligenz und Geschicklichkeit, das wäre wahrscheinlich genau das Richtige für meine Spielweise und für meine Charakterklasse. Das unterscheidet sich natürlich, je nachdem. Könnt euch schon denken, Jäger wird wahrscheinlich sehr stark auf Geschicklichkeit gehen, weil der Crit-Schaden da mit drin ist. Ein Tank bzw. der Barbar geht auf Stärke, weil da halt nicht nur die Rüstung da drin ist, sondern auch Schaden mitskaliert wird bei ihm. Dementsprechend habt ihr so schon mal einen kleinen Indikator dafür, in welche Richtung euer Charakter sich eigentlich entwickeln müsste. Natürlich ist beim Charakteraufbau auch die Ausrüstung wichtig. Und mit der Zeit sieht man auch die Ausreißer in dieser Ausrüstung, die einem überhaupt nichts bringen. Anfänglich habe ich einen Fehler gemacht zu sehen, okay, das verbessert meine Rüstung, das verbessert den Schaden bei der Waffe vielleicht. Der Schadenwert geht ein ganzes Stück nach oben, dann nehme ich das. Die Fertigkeiten sind so okay, nehme ich trotzdem. Das bringt dich aber letztendlich nicht weiter. Also vor allem später, wenn du im Bereich bist, dass die ersten legendären Gegenstände kommen oder du beziehungsweise insgesamt legendär bist, machen eigentlich so kleine Effekte und Werte auf der Ausrüstung schon sehr viel aus. Deshalb sollte man auf jeden Fall schauen, dass deine legendäre Ausrüstung nur so einen Ausreißer hat, wo ein Wert ist, der dir überhaupt nichts bringt bei deiner Skillung. Das wäre natürlich zum Beispiel bei mir mit Elektropeitsche Mage, wäre es irgendwas, was Feuerschaden macht. Es gibt auch sehr viele allgemeine Geschichten, wie zum Beispiel 10,3% weniger Schaden durch Gegner in der Nähe. Das macht mich natürlich ein bisschen härter, ist jetzt nicht das Ultimative, was ich dem Zauberer empfehlen will an der Stelle, aber es ist in Ordnung. Plus 4,1 gesamte Ausrüstung wäre in dem Fall, beziehungsweise gesamte Rüstung, wäre in dem Fall die Geschichte, wo ich sagen würde, da ist eigentlich so ein bisschen der Ausreißer. Es macht mich halt nicht schwächer in dem Sinne, aber Rüstung, der Mage arbeitet mit Energiebarriere, um sich selbst zu schützen, ist also ziemlich irrelevant an der Stelle. 15,7% weniger Schaden durch entfernte Gegner ist auch so eine Geschichte, da ich mit dem Elektropeitschen-Mage zum Beispiel sehr im Nahkampf bin, sind eigentlich alle Gegner so nah bei mir, dass das gar nicht so ein wichtiger Wert ist. Also an sich sind meine Beinschützer für meine Charakterklasse nicht optimal, aber ich habe sie trotzdem genommen, weil sie halt keine negativen Effekte auf mich bringen oder keine verschwendeten Effekte. Das sind alles Effekte, die in irgendeiner Weise noch ein bisschen was bringen, sind nicht optimal, aber man kann das ertragen und irgendwann wird man ja auch was Besseres finden.
Auf diese Eigenschaften zu achten ist übrigens sehr wichtig, weil man erst ab Weltstufe 3, also der Albtraumstufe, in der Lage ist, ein Event mitzumachen, um Mats zu bekommen, die dann für das Nachrollen von unterschiedlichen Eigenschaften auf Ausrüstung verwendet werden kann. Dementsprechend müsst ihr halt mit dieser Ausrüstung auch erstmal leben. Übrigens, falls ihr euch mal fragt, was etwas bedeutet auf so einem Gegenstand, wie zum Beispiel 22,4% Schaden gegen verletzte Gegner, könnt ihr unter der Eigenschaft hier, beziehungsweise unter dem Button Materialien und Werte, eine riesige Informationskette aufmachen für unterschiedliche Offensiv-Schadenarten zum Beispiel. Jetzt habe ich gerade darüber gesprochen, okay, was ist denn hier ein Gegner, der verletzt ist? Dann geht man hier runter, Schaden gegen Gegner mit Kontrollverlust, eingefrorene Gegner, Schaden gegen verletzte Gegner. Dann steht dabei, erhöhter Schaden gegen Gegner, die weniger als 35% Leben haben. Bläm, wieder was gelernt. Blizzard ist hier wirklich unglaublich nett mit den Informationen, sodass man sich eigentlich relativ schnell in das Spiel einlesen kann, ohne dass man jemals irgendeinen Guide oder sowas gelesen hat oder dieses Video geguckt hätte, wenn man denn genau weiß, wo denn diese Sachen sind überhaupt. Deshalb gehe ich jetzt auch nur auf eine Sache ein, den Rest könnt ihr euch da selbst rausziehen. Bei uns in der Diablo 4 Gruppe gab es auch immer die Frage, wie schalte ich überhaupt die Albtraumstufe frei? Also wie gehe ich in die Weltstufe 3 rüber? Diese Verwirrung kam wohl daher, dass in der Beta andere Infotexte standen als jetzt in der Release-Fassung und sich sogar die Texte unterscheiden der Weltstufen, wenn man einen Charakter erstellt. Da steht das nämlich in der Albtraumstufe nochmal ein bisschen anders, als wenn man im Spiel zu der Statue geht in der Stadt, um da die Stufe zu verändern. Also eigentlich ist es übrigens so, man muss die Story abschließen, um in die Albtraumstufe zu kommen und das Endgame freizuschalten. Man muss Level 50 sein. Und man muss ein Final-Dungeon abschließen, der dann erscheint in der Kathedrale des Lichts. Da geht man rein, besiegt einmal alle Gegner und den Endboss von diesem Dungeon und kann dann in die Albtraumstufe wechseln, also in die Weltstufe 3. Dann hat man das endgültig erreicht. Dasselbe passiert übrigens nochmal, wenn ihr auf Qual kommt. Dazu müsst ihr Stufe 70 sein, dann kommt ein neuer End-Dungeon, den ihr betreten müsst und müsst das dann nochmal erledigen. Noch ein kleiner hilfreicher Tipp zum Ende, über den ich erst nachgedacht habe, nachdem ich diese Frage auch explizit so gestellt bekommen habe. Es ging in der Frage darum, wie man einen speziellen Dungeon findet auf der Karte. Wir alle wissen, dass wenn wir einen Dungeon aufdecken, haben wir direkt so ein kleines Kästchen dran, beziehungsweise eine kleine Truhe, die uns sagt, okay, hier ist ein Aspekt drin, diesen Aspekt bekommst du, wenn du diesen Dungeon abschließt, wie zum Beispiel hier den Aspekt der umkreisenden Klingen. Ja, jetzt suche ich natürlich einen speziellen Aspekt und der User wusste gar nicht, dass man diese Aspekte auch in der Sammlung sehen kann. Also man drückt Y oder geht halt in Menüreiter und in Sammlungen, öffnet den Kodex der Macht, wo man alle Aspekte sieht. Auch die Aspekte, die man noch gar nicht erspielt hat bzw. noch gar nicht erhalten hat aus unterschiedlichen Dungeons. Davon gibt es 115, man hat also ordentlich zu tun, um alle Aspekte irgendwann zu sammeln, die zum Glück unter Charakteren geteilt werden. Also ein Charakter erspielt den Aspekt, andere Charaktere können diesen dann auch nutzen. Wir machen jetzt mal das Anzeigen von nur meine Klasse und wir können Aspekte, die wir noch nicht haben, hier auf der Karte markieren. Wird freigeschaltet, indem ihr Düsterkluft in Trockensteppe abschließt. Linke Maustaste, dann können wir die Karte überwechseln und der Dungeon wird mit einer Route schön angezeigt und wir können den finden. Das richtig Schöne an diesem System ist, es werden sogar Dungeons angezeigt, die noch nicht entdeckt wurden, also die noch im grauen Bereich liegen. Und dementsprechend entgeht uns so kein Aspekt, was wir benötigen. Alles ist super leicht erreichbar und super leicht abzufarmen für uns. Das waren sie schon, meine kleinen Hilfestellungen zu Sachen, die ich gerne von Anfang an gewusst hätte. Falls ihr da draußen noch irgendwelche Tipps habt für die Menschen, die jetzt in den Diablo 4-Sucht verfallen, dann schreibt sie doch einfach in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, stellt die doch einfach. Dann nehme ich die mit ins nächste Video rein oder beantworte die auch direkt in der Kommentar-Section. Da bin ich seit gestern schon ganz gut mit beschäftigt damit gewesen. Aber es macht ja auch Spaß. Und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Bis dahin, tschöle, euer Imperator.